Bin da mal gespannt, wie diese Strecke uns liegen wird. Wegen der langen Geraden, wegen unseres Motors, aber das werden wir einfach mal sehen. Aber erst einmal hallo und willkommen zurück bei Grand Prix 4. Reagenzglas zu zwei Dritteln gefüllt, das ist doch Regenreifenwetter. Starker Regen, bewölkt und Wettervorhersage sagt ziemlich nass. Genau das. Samstagstraining, Trockenheit. Reagenzglas ist leer. Wir brauchen die härteren Reifen. Warum? Na, weil wir es wollen. Ich habe nur 4 Runden drin. Scheiße. Das war jetzt nicht dran gedacht. Ich habe mich einfach verklickt. Boah, ich habe nicht geklickt. Ich habe ja mit der Tastatur getastet. Fertig, hat er gesagt, dann kann ich ja rausfahren. Ohne Rücksicht auf Verluste. Was machen Sie da? Hören Sie auf. Fertig. Das stimmt. 2 Autos sind da. Und noch ein drittes, ein roter Renner. Boah, hat uns bestupst. Ganz schön schick, der Minardi. Habt ihr das schon gewusst? Na, aber natürlich. Ihr habt ja einen Blick für tolle Autos. Wie das 100-Meter-Schild wieder spät reinkommt. Wir könnten sie uns schon angreifen, natürlich dann wieder auf die Spitzkehre zufahren, ebenso natürlich auf der Langgeraden mit Zufahrt auf die letzte Schikane zur Wall of Champions. In Isu. Die Rotnasenspitze. Mal gucken, ob die mit uns zusammen reinfahren wird oder ob sie es eine Runde eher macht. Lässt uns aber ganz schön in Ruhe, also gerade die Rotnasenspitze. Selbst hier auf der Geraden wird er wieder nichts machen. Ist einfach zu weit weg. Der wird nächste Runde reinfahren. Wir könnten nächste Runde noch schnell fahren. Der Erste gewesen. Wird aber nicht viel, viel schneller sein als wir. Auf die erste Zwischenzeit habe ich nicht geachtet, sonst hätte ich wohl was angesagt. Sechsundfünfzig vier.
ein Stück schneller. Und wir sind aktuell auf der 4. Dahinter mal mit uns reinkommen, wir fahren die Runde noch zu Ende. Und weg ist er. 17-1, es wird eine 16er. Jeff, Boxenstopp. $279.000 schneller. Schön. Das war jetzt zu weit. Das war knapp an der Wand links vorbei. Und fast eine halbe Sekunde jetzt nach 2 Sektoren langsamer. Vorderreifen geachtet, das sah schon interessant aus, diese Reifenstellung und allen voran diese, ja, Bewegung. Sieht ganz schön verwaschen aus, das Jaguar-Grün da rechts. Fertig. Kein Grund zum Drehen. Nur weil der Visa im Spiel ist, kein Grund. Was sah denn das aus? Oh, schönes Auto. Der Unterboden war vorhin, sagen wir mal, benutzt. Vorne ging auf jeden Fall was runter. So, knacken wir nochmal die Zeit aus dem ersten Sektor und mal gucken. Ja, aber jetzt habe ich noch Wiese genommen. Das hat den zweiten Sektor schon etwas verhunzt. Aber die Schikane finde ich ziemlich gut.
am Ende des zweiten Sektors werden wir hoffentlich eine 55er stehen haben. Keine 56.1 wie jetzt. Ah, so eng. Boah, knapp drüber. Mist. Boah, das wird locker was, was ich im letzten Sektor da rausgefunden habe, was ich zuvor gut verloren habe. Schön. Schneller, fast eine Zehntel. Und zu schnell. Hoffentlich war die Kameraperspektive richtig gut. Muss, sie muss gut sein. Das war das Fahrrad. Fahrrad im guten Drift. Oh Mann, man sieht es nur von der Seite. Na, 56.0. Gar nicht mehr so viel langsamer. Geht ja noch. Die nächste schnelle Runde ist die letzte schnelle Runde. Die wird hoffentlich nochmal schneller. Zu schnell rein, Mist, damit ist die Runde auch dahin. Oh. Mama Minardi hat er gar nicht verdient, diesen Schlag. Jetzt gibt es ja nicht mal Spuren, die wir gelegt haben, weil hier einfach Parkplatz neben der Strecke ist. Eine Schikane vor der Pedro-Dines-Wiesen-Schikane. Na doch, da gibt's Spuren, aber hinten nicht. Und hier ein bisschen, aber im Schatten. Dass es schon wieder richtig lange überhaupt nicht gab, dass die Aufnahme einfach abbricht. Bei einer Wiederholung. Ich habe keinen Schimmer, woran das festzumachen ist. Irgendwie eine Regelmäßigkeit, zu schnell zurückgespult oder irgendwie sowas, habe ich alles schon im Blick gehabt. Kann ich so gewissermaßen ausschließen. Das ist wirklich einfach ein grundlegender Fehler im System. Im Zusammenspiel zwischen meinem Aufnahmeprogramm und eben dem Spiel. Und das liegt, denke ich mal, weniger einerseits am Spiel und auch nicht am Aufnahmeprogramm. Ich meine, die beiden trennen halt auch viele Jahre, auch wenn zum Beispiel die X-Story mittlerweile schon seit ein paar Jahren nicht mehr unterstützt wird, aber grundlegend funktioniert es ja, aber so in gewissen Punkten, irgendwie wird es ja eine Regelmäßigkeit geben, aber ist zumindest für mich nicht ersichtlich. Es wurmt mich schon, ehrlich gesagt, weil ich immer ganz gerne verstehe, wie gewisse Dinge laufen oder warum sie eben nicht funktionieren, warum sie funktionieren. Das ist so meine Grundnatur. Es wurmt mich, dass ich nicht weiß, warum es ab und zu mal nicht funktioniert. Und ich frage mich immer noch, warum Jeff immer noch fleißig über den Wassereimer fliegt. Vierte Position, 4 Tankrunden inne, 5 Runden gefahren. 0,4er Abnutzung, 0,04er Abnutzung bei der Bodenplatte vorne.
Das lassen wir einfach mal so stehen und gucken einfach mal, wie das Ganze dann im Qualifying laufen wird. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.